Moritz August Beniowski, polnischer Rebell ungarischer Abstammung, wurde im Mai 1769 schwer verwundet von den Russen gefangen genommen und nach Kasan transportiert. Von dort konnte ich mit meinem Kameraden Windblatt nach St. Petersburg entkommen. Bei dem Versuch, mich einzuschiffen, wurde ich abermals verhaftet und in einem Hochverratsprozess freigesprochen. Dennoch wurden mein Kamerad Windblatt und ich zusammen mit vier russischen Schicksalsgefährten Baturin, Panow, Stefanow und Sofronow nach Sibirien verbannt. Am 16. Oktober 1770 wurden wir in Ochotsk auf die Peter und Paul eingeschifft. Sie sollte uns nach Kamtschatka bringen, einer Halbinsel an der Ostküste Sibiriens. Kurz bevor wir dorthin gelangten, geriet unser Schiff in einen schweren Sturm. Meine Gefährten und ich waren unter Deck eingeschlossen. Holt die Verbannten an Deck! Wir saufen ab! Los, mach die Tür auf! Lass sie raus! Stellt unsere Position fest. Sie und Navigation? Können Sie das? Ein wenig. Und wo sind wir? Wir können nicht mehr weit entfernt sein. Von der Küste. Meinen Sie mich? Wen sonst? Deine Petersburger Manieren kannst du nicht vergessen. Auf Kamtschatka bist du ein Verbannter, sonst nichts. Verstanden? Abfahren! Fahr zu! Fahr zu! Ich will vor Nacht im Deutschen Essen sein! Los! G! 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 G!
Seht mal! Verbandtransport! Es war ein eigentümliches Gefühl, als wir die Festung Bolscherezk zum ersten Mal betraten. Dieser Ostrock, wie man die sibirischen Stützpunkte nennt, war augenscheinlich scharf bewacht. Würde es möglich sein, unsere Fluchtpläne in die Tat umzusetzen? Würden wir unter den Verbannten, die schon länger hier am äußersten Zipfel des Russischen Reiches leben mussten, Gesinnungsgenossen finden? Willkommen in Bolscherezk. Auf das Wohl des tapferen Offiziers, der 50 Menschenleben und der kaiserlichen russischen Marine ein Schiff gerettet hat. Baron Benjowski. Sie sind Seeoffizier? Nein. General der Kavallerie. Das heißt, ich war es. Jetzt bin ich Sklave. Sie täuschen sich. Bei uns sind Sie frei. Frei? Die Bestimmungen wird Ihnen unser lieber Tschudaikin erläutern. Er ist oberster Chef der Verwaltung. Meine rechte Hand sozusagen. Das ist der Kosakenhetman Kolosow, Befehlshaber der militärischen Streitkräfte. Seine Adjutanten, den Leutnant Triomin, kennen Sie bereits. Darf ich Sie jetzt einzeln um die Aufnahme der Personalien bitten? Baron Benjowski, würden Sie bitte als Erster vortreten. Ja, dann setzen Sie sich. Sie haben hier eine richtige Kanzlei? Was denken Sie? Den Stützpunkt Bolscherezk gibt es seit mehr als 40 Jahren. Wir hatten Stapel. Und wer führt die Registratur? Ich bin der einzige Verwaltungsbeamte hier. Sie waren im Ausland? Wien? Budapest? Warschau? Amsterdam? London? Waren Sie auch in Paris? Jawohl. Wie ist es da? Wie meinen Sie das? Ja, sicher ein bisschen interessanter als bei uns. Sprechen Sie Französisch? Einigermaßen. Was wird meine Frau fragen? Sie sucht seit Jahren einen Französischlehrer für unsere Tochter. Leutnant Triumin? Exzellenz. Bitten Sie Madame Nilova und meine Tochter hierher. Sofort, Exzellenz. Sie fangen gleich morgen an. Wie Sie befehlen. Befehlen? Ich bitte. Ich wünsche es. Gut. Afanasie, mein Täubchen. Komm her. Das ist Baron Benjowski, dein neuer Französischlehrer. Guten Tag. Meine Frau. Ich bin Hauptmann Stefanow. Und ich bin Leutnant Ryumin.
Belästigen Sie meine Braut nicht! Stefanov! Stefanov! Ha! Du Schwein! Du hast mit der Zarin geschlafen, gib's zu! Erlauben Sie! Was heißt denn das? Streit mit Graf Orlov! Da steht's doch! Ist er noch der Günstling unserer Zarin oder nicht? Nicht als Nebenbuhler. Wo denken Sie hin? Als Abgeordneter in der gesetzgebenden Versammlung. Ach so. Es ging um die Rechte der Leibeigenen. Ich habe den Standpunkt des Adels vertreten. Dass die Leibeigenen faul sind. Wenn man sie nicht ständig die Knute fühlen lässt, neigen sie zur Trunksucht. Was weiter? Graf Orlov widersprach mir und es kam zu einem heftigen Wortwechsel. 3 Tage später präsentierte er mir mein Verbannungsurteil. Glaub ja nicht, dass du hier Streit anfangen kannst. Der Dienst ist für meinen Mann sehr aufreibend, dieser ewige Gewissenskonflikt. Er versucht, das Leid der Verbannten zu lindern, soweit es in seinen Kräften steht. Aber die Gesetze. Wir verstehen, Madame. Tun wir nicht alles, um das Leben hier erträglich zu machen? Afanasie, mein Kind. Oh ja. Merci. Sie finden nicht die Betriebsamkeit des Lebens von Petersburg und Moskau selbstverständlich. Aber von Zeit zu Zeit geben wir hier auch einen Ball. Einen Ball? Hier? In allen Räumen des Gouverneurspalastes. Dann wird auch getanzt? Sie werden nur zuschauen. Leider, die Gesetze. Sie dürfen sich nicht zu viel erwarten. Für empfindsame Ohren ist die Kosakenmusik ein Gräuel. Wir hatten mal einen Verbannten hier. Er spielte die Harfe. Ich auch. Sie müssen uns vorspielen. Unbedingt. Er könnte unserer Tochter Musikunterricht geben. Ich glaube kaum, dass sich hier eine Harfe finden lässt. Harfe spielen. Französisch parlieren. Zieh sie dir nur gut heran, deine Tochter. Damit sie abgerichtet ist für das adlige Geschmeiß, das unsere Kloake Kamtschatka bevölkert. Nehmen Sie sich zusammen. Die größte Kloake der Welt. Voller Verbrecher, Verräter und Verschwörer. Auf Befehl der Kaiserin muss jeder Verbannte für die Regierung Dienste tun. Und keiner darf 24 Stunden lang ohne Erlaubnis des Kommandanten von seiner Behausung abwesend sein. Drittens. Jeder Verbannte ist verpflichtet, der Regierung pünktlich den Jassak zu entrichten. Was ist ein Jassak? Unter Jassak versteht man die gesetzliche Ablieferung der erlegten Pelztiere. Jährlich mindestens 6 Turbel, 50 Kaninchen, 2 Fuchsbälge und 24 Hermeline. Jeder Einwohner von Kamtschatka ist dazu verpflichtet. Freie, Eingeborene und Verwandte. Beamten natürlich ausgenommen. Und wer kontrolliert den Jassak? Die Beamten, wer sonst? Jeder Verwandte bekommt ein Beil, verschiedene Messer, allerlei Werkzeuge und ein Gewehr für die Jagd. Nebst einem Pfund Pulver und 4 Pfund Blei. Sie gleich die beiden größten Halunken von Kamtschatka. Die kaiserlich privilegierten Kaufleute Kusnetschow und Schulosnikow. Genau aus der Abrechnung. Stück für Stück. Friedrich in Russland ist auf jede Kopie angewiesen. Hals ab, Schneider! Verstanden! Irre, Kusnetschow. Wenn dein Wodka wieder verpanscht ist wie letztes Mal, du, dann... Überzeugen Sie sich, Exzellenz. Betrüger. Pack ist das. Kloake, dieses Kamtschatka. Halt! Wir sind Freunde. Wir wollen euch nur begrüßen und behilflich sein. Habt ihr einen Anführer? Ja, Baron Benjowski. Im Namen der Verwandten von Kamtschatka heiße ich euch willkommen. Ich bin Graf Chrustjew.
Pjotr Kosjew? Kapitän im Ismailowschen Regiment der Leibgarde? Der Mann, der die Zaren absetzen wollte? Derselbe. Ich bin Asjew Andrejewitsch Batjurin. Vom Schirwanski-Infanterieregiment? Ja. Kommt mit in unser Dorf. 3 Werst von hier. Kein Luxus, wie Sie sich denken können. Aber Sie finden dort gleichgesinnte Menschen. Und was noch wichtiger ist, einen warmen Ofen. Willkommen im Dorf der Verbannten. Das ist Magnus Meder, unser Dorfältester. Ehemals erster Sekretär der Admiralität. Lebt schon 20 Jahre in der Verwallung. Er hat für die leiblichen Genüsse gesorgt. Nehmt doch Platz, macht es euch bequem. Bitte kommt, setzt euch. Das ist Alexei, unser Archidiakon. Magnus? Ja? Den Punsch. Punsch? Ja. Brauchen Sie doch Arak. Arak und Zitronensaft. Woher bekommen Sie denn sowas? Von unseren Seeleuten. Sie schmuggeln ihn hierher. Dann müssen Sie irgendwo auf englische Handelsschiffe treffen. Sicher. Aber 1000 Seemeilen von hier. Verbannung so frei bewegen. Neuzugänge. Sogar Waffen tragen dürfen. Jagdklinken. Schon, aber im Zweifelsfall. Wir alle haben uns mit unserem Schicksal abzufinden, Herr Stefanow. Eines verstehe ich nicht. Was? Dass niemand den Versuch gemacht hat, sich aus der Tyrannei zu befreien. Wie kann man sein Schicksal so feige hinnehmen? Sie urteilen vorschnell. Es ist spät geworden, wir sollten uns schlafen legen. Die Quartierfrage haben wir 3 durch das Los geregelt. Sie schlafen hier, Baron Benjowski. Gute Nacht. Mit wem soll ich denn gehen? Mit mir. Danke. Gute Nacht, Windblatt. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum haben Sie Tarnow vorhin so abrupt unterbrochen, Graf Kosjew? Seine Frage war deplatziert, um das Mindeste zu sagen. Sie haben laut Ensens Reisen um die Welt hier stehen? Ist diese Lektüre nicht ein bisschen aufregend für jemanden, der in dieser Einöde leben muss? Wie mein Flucht auf dem Seeweg. Ist der Gedanke so absurd? Jeder denkt an Flucht. Insgeheim. Aber keiner wagt sich dem anderen anzuvertrauen. Jeder kann zum Verräter werden. Macht das Leben in der Verbannung so charakterlos? Das Leben nicht. Im Gegenteil. Sie werden sich in Geduld, Entsagung und Demut üben. Aber was ist es dann? Es gibt ein Gesetz. Jeder Verbannte bekommt die Freiheit geschenkt, wenn er der Behörde eine Verschwörung oder einen Fluchtplan aufdeckt. Ein Verräter winkt die Freiheit. Ein Verschwörer droht die Todesstrafe. Aber wenn man zu wählen hat, zwischen ewiger Verbannung und dem Risiko der Todesstrafe, kann es doch nur eine Entscheidung geben. Das sagen Sie.
Waren Sie schon mal zum Tode verurteilt? Nein. Aber ich? Ich kenne die Schrecken einer bevorstehenden Hinrichtung. Deswegen hat man Sie verurteilt. Oder wollen Sie nicht darüber sprechen? Doch. Ich habe versucht, Zar Iwan dem VI. Zu seinem Recht zu verhelfen. Seit seinem 4. Lebensjahr wurde er wie ein vertierter Gefangener in Kerker gehalten, obwohl er, oder weil er, unser legitimer Zar war. Nicht Elisabeth, nicht Peter der Dritte und auch nicht Katharina die Zweite, die ihn dann kurzerhand umbringen ließ. Man hat die Namen meiner Mitverschworenen durch Folterungen aus mir herauspressen wollen. Aber Sie haben geschwiegen. Ich war zum Tode verurteilt, stand kurz vor der Hinrichtung. Dann hat man mich begnadigt. 8 Jahre Verbannung und niemals eine Aussicht auf Heimkehr. Geduld, Demut, Entsagung, schöne Worte. Ich möchte mal wieder an der Neva entlang reiten. Frauen in hellen Kleidern sehen. Ich möchte Maskenbilder Theater besuchen. Ich möchte. Entschuldigen Sie. Graf Kostjew? Ja. Wir sind entschlossen zu fliehen. Auf dem Seeweg. Ensons Buch ist eine Reisebeschreibung. Keine Gebrauchsanweisung für Seefahrer. Voici une fenêtre. Sprechen Sie mir nach. Voici une fenêtre. Fenêtre. Noch einmal. Voici une fenêtre. Voici une fenêtre. Voici une jeune fille. Voici une jeune fille. Ausgezeichnet. Sie haben die Diktion schon sehr gut erfasst, Mademoiselle Afanasy. Voici une jeune fille. Voici une jeune fille. Au revoir, Mademoiselle Afanasy. Au revoir, Monsieur le Baron. Au revoir, Monsieur le Baron. Welche Fortschritte in der ersten Lektion? Wir werden deinen Lehrer unterstützen, so gut es geht. Wolltest du nicht? Nee. Ach so, ja. Meine Frau und ich, wir haben uns überlegt, das heißt, ich habe angeordnet, dass Ihnen ab sofort ein Schlitten samt Kutscher zur Verfügung gestellt wird. Aus Gründen der Zeitersparnis. Schodeigen weiß Bescheid. Zu gütig, Exzellenz. Aber die Gesetze besagen doch, dass kein Verbannter persönliches Eigentum besitzen darf. Es gibt Ausnahmen. Das ist alles mehr oder weniger in mein Belieben gestellt. Au revoir, Monsieur le Baron. Au revoir. Au revoir. Kanzleisekretär? Warten Sie. Spielen Sie Schach? Ja. Gut. Wie man's nimmt. Was halten Sie von der Partie? Sieht nicht gut aus für Sie. Sie ist verloren. Das würde ich nicht sagen. Na. Würden Sie die Partie für mich gewinnen? Ich gebe Ihnen 10% von meinem Gewinn. Und das ist gegen die Gesetze. Ich spiele nicht mit einem Verbannten. Ach, keine Aufregung, lieber Edmund. Das Gesetz verbietet lediglich, mit dem Verband enge Gemeinschaft zu haben. Aber es ist nicht verboten, mit ihm Schach zu spielen. Ja, schön.
Schach. Matt. Bravo. Revanche. Ich erfuhr nun, dass sie um 500 Rubel gespielt hatten. Und ich bekam meine 50 Rubel. Kasse bitte. Der Hetman, den sein Verlust ärgerte, drang auf ein Gegenspiel. Und der Kanzleisekretär willigte ein, dass ich abermals auf seine Rechnung spielen sollte. Ich gewann 3 Spiele nacheinander, welches dem Kanzleisekretär 1000 Rubel einbrachte, wovon ich für meinen Teil 100 Rubel erhielt. Schlittensamtkutscher gehört Ihnen. Hier, unterschreiben Sie den Empfangschein. Gute Fahrt. Zum Dorf der Verbannten. Hockey! Hockey! Halt! Hi. Runter vom Schlitten. Los. Mal 4 Spielen, ein solcher Gewinn. Das ist toll. Das nächste Mal gewinnen Sie dann, ganz bestimmt. Aber Sie können Ihren Anteil ja auch wieder haben. Behalten Sie Ihr Geld. Ich habe da ein Projekt. Das könnte von Vorteil sein. Für uns beide. Ich verstehe nicht. Sie könnten an meiner Stelle mit den Kaufleuten spielen. Was der Teufel, die sind mit allen Wassern gewaschen. Im Geschäft genauso wie im Schachspiel. Die machen mich bankrott. Ich würde Ihnen von meinem Gewinn gern den 6. Na gut, sagen wir den 5. Teil auszahlen. Hm? Geschäfte mit Verbanden? Finden Sie das richtig? Diese Folgefristen und Geldsäcke kann man nicht genug schrumpfen. Ich bin der 3. Mann im Gouvernement. Jawohl. Aber ich muss zulassen, dass Sie sich bereichern. Hemmungslos. Ich bin auf mein kleines Beamtengeld angewiesen. Nun? Krustjew. Benjowski, 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 Benjowski. Sehr gut. Ich stelle fest, halten Sie das Ergebnis für gut. Ruhe. Bitte Ruhe. Ich stelle fest, dass Benjowski mit großer Mehrheit gewählt worden ist. Nehmen Sie die Wahl an, Baron. Ja. Irgendwelche Einwände? Ich. Ich auch. Bitte? Was geschieht, wenn das gewählte Oberhaupt nicht mehr die Interessen unserer Gemeinschaft vertritt? Ach, du meinst die Gunstbeweise des Kommandanten? Nicht nur das. Du hast auch geschäftliche Abmachungen mit dem Kosakenhetman. Panow, es tut mir leid, dass es mir noch immer nicht gelungen ist, dein Vertrauen zu gewinnen. Es schmerzt mich. Es schmerzt mich so sehr, dass ich hiermit die Wahl in aller Form ablehne. Kommt nicht in Frage. Hier sind die 800 Rubel, die ich durch den Kosakenhetman gewonnen habe. Ich wollte sie nicht für mich, sondern für unsere Flucht. Es gibt keinen besseren Führer als Benjowski. Wir haben ganz Russland und Sibirien durchquert. Und ihr gottverdammten Russen traut ihm immer noch nicht. Windblatt! Um alle Bedenken zu beseitigen, schlage ich folgenden Passus vor, den das Oberhaupt beschwören muss. Würden Sie bitte mitschreiben, Herr Sofronow. Im Falle, dass gewählte Oberhaupt versuchen sollte, den Befreiungsplan aufzugeben, so soll es ipso facto sein Leben verwirkt haben. Haben Sie? Sein Leben verwirkt haben. Und die Gemeinschaft soll berechtigt sein, das Urteil auf jede beliebige Art zu vollstrecken. Zu vollstrecken. Wären Sie bereit, das zu beschwören? Selbstverständlich wäre ich das. Wären Sie damit zufriedengestellt? In Ordnung. Sie auch? Jedes Mitglied der Gemeinschaft verpflichtet sich, tiefstes Stillschweigen zu bewahren. Im Falle, dass es seinen Eid bricht, soll es sich ipso facto der Todesstrafe
schuldig erkennen. Mit einem feierlichen Eid bekräftigten wir unseren Entschluss, gemeinsam die Flucht zu wagen. Obwohl Windblatt und ich der russisch-orthodoxen Zeremonie nur als Zuschauer beiwohnten, waren wir uns der Feierlichkeit der Stunde durchaus bewusst. Wenig Leute um ihn. Stämme. Zu schlecht. Festhalten. Vorsicht. Weiter. Herr Leutnant. Einer drücken. Hey, Schreiberling, packe völlig zu. Man Pause ist bestimmt mich. Meine Hände. Meine Hände. Ich werde nie wieder schreiben können. Na und? Du bist auf Lebenszeit hier. Also vergiss deine Buchstaben. Macht weiter. Die Brücke muss fertig werden. Weiter, Alexei. Le Ruisseau est gelé. Der Bach ist zugefroren. Le Ruisseau est gelé. Nein, schauen Sie auf meine Lippen. Le Ruisseau est gelé. Le Ruisseau est gelé. Bravo. Erzählen Sie mir von zu Hause, von Ungarn. Sind die Frauen dort hübsch? Oh ja. Sehr hübsch? Nicht so schön wie Sie, Afanasy. Schmeichler. Haben Sie viele Frauen gekannt, Baron? Waren Sie schon mal verlobt? Verlobt? Nein, verlobt war ich nie. Ich bin's, leider. Alles die Ketten fester anziehen. Ja, seht mal. Beniowski. Wollte ich behaupten, der Unterricht hätte mir keine Freude gemacht, so wäre ich ein Lügner. Zum Glück blieb mir daneben noch Zeit, mein Tagebuch zu führen. Ich hätte also eigentlich Grund gehabt, mit dem Leben in der Verbannung zufrieden zu sein. Eine wichtige Nachricht. Deshalb habe ich den Ausschuss gleich zusammengerufen. Steuermann Smirnov und zwei Matrosen von der St. Gabriel. Ich bin durch Zufall mit ihnen bekannt geworden. Die St. Gabriel gehört dem Kaufmann Tschulosnikow. Was wollen Sie bei uns? Sie wollen uns ein Anliegen vortragen. Verstehst du? Drei Seeleute, sie könnten nützlich für uns werden. Kommen Sie, Steuermann Smirnov. Bringen Sie Ihre Beschwerde vor. Ja, der Kaufmann Tschulosnikow, sein Blutsauger. Mag sein. Aber erklären Sie uns, warum. Ja, es war letzten August. Da sind wir losgesegelt mit der St. Gabriel. Zum Schiff mit 100 Tonnen, aber ist nicht besonders seetüchtig. Auf den Aleutischen Inseln. Da wollte er Seeotter fangen. 28 Jäger hat er an Bord gebracht. Keiner von denen hatte eine Ahnung von der Seefahrt. Und nur 8 Mann Besatzung, das konnte ja nicht gut gehen. Ja, gleich nach der Ausfahrt brach ein Sturm aus. Und dann sind wir auf die Felsenküste zugetrieben worden mit einem Leck im Schiff. Das
mal so groß. Ja. Schulosnikow hat uns dann gezwungen, täglich mehr als 20 Stunden zu arbeiten, ununterbrochen, um das Schiff wieder flott zu machen. Er wollte natürlich seine Ottern haben, um jeden Preis. Wir haben uns geweigert. Denn mit dem lecken Schiff weiterzufahren, das war Wahnsinn. Und das hat er dann dem Kommandanten gemeldet. Wir wären Meuterer. Die Kosaken haben uns dann so lange geprügelt, bis das Schiff wieder flott war. Als wir von den Aleuten wieder zurückkamen, mit reicher Beute natürlich, da hat uns der Kaufmann entlassen. Zum Dank dafür, dass wir ihm sein Schiff wieder flott gemacht haben. Jetzt haben wir keine Arbeit. Jetzt müssen wir verhungern. Mit unseren Frauen und Kindern. Ja, das ist hart, aber was können wir dabei tun? Müssen sich denn ehrliche Seeleute diese Behandlung gefallen lassen? Sagen Sie doch mal selbst, Herr. Ja nun, aber was sollen wir tun? Helfen Sie uns, von hier fortzukommen. Aus dieser Hölle. Ich? Ein Verbannter? Was uns fehlt, ist ein Kapitän. Wir werden alle Ihre Befehle ausführen. Wir werden Ihnen folgen bis ans Ende der Welt. Seid ihr verrückt? Wir werden einen heiligen Eid schwören, wenn Sie das wünschen, Herr! Jetzt geht erstmal nach Hause und beruhigt euch. Ich werde beim Kommandanten ein gutes Wort für euch einlegen, das euch Arbeit gibt. Damit ist euch fürs Erste geholfen. Ja, danke, Herr. Im Namen unserer Frauen und Kinder. Danke. Leichtsinnig. Stefanow! Verdammt leichtsinnig! Ich? Wieso? Man hat mich nur gefragt, wer unter uns Erfahrung als Seemann hat. Da war es ganz klar, dass ich... Ich weiß nicht, was an Stefanows Bemühungen so schlimm sein soll. Kennst du die Matrosen? Weißt du, ob sie zuverlässig sind? Wir würden ein ganzes Schiff samt Besatzung mühelos in unseren Besitz bringen. Tarnow, das sind doch Hirngespinste! Bitte, dir geht es gut. Du genießt höchste Protektionen, wirst aus der Küche des Kommandanten gespeist. Während wir uns zu Tode schuften, fährst du im Schlitten spazieren. In angenehmer Gesellschaft. Eure Streiterei ist überflüssig. Solange der Winter anhält, ist an eine Flucht übers Meer ohnehin nicht zu denken. Leutnant, ein Verbannter! Wo willst du hin? Ich soll Nägel holen. Wir brauchen Nägel für den Brückenbau in der Schlucht. Zugverkauf? Unzerbärmlich! Ja. Nicht besser als ein Kaninchenfell! Das Tier hat wohl schon ein Großvater legt, was? Habt ihr eigentlich euren letzten Verstand versoffen, mir so elende Lappen anzubieten? Ha? Also gut, damit ihr seht, was für menschenfreund ich bin, drei Flaschen Wodka. Für alle Fälle zusammen. Nein? Eigentlich sind zwei schon zu viel. Ja, habt ihr. Einverstanden? Hakt euer Drecksäcke fällig ins Magazin und schert euch fort, ja? Was stehen Sie denn da herum? Glauben Sie. Müssen Sie nicht arbeiten, Verbannter? Wird da gar nichts registriert? Keine Einnahmebescheinigung, kein Kassenvermerk, nicht? Ich habe keine Hilfskräfte. Und was geht Sie das an? Ich beherrsche den Kanzleistil wie kaum ein anderer. Meine Jahresabschlüsse waren berühmt. So. Deshalb hat man Sie wohl nach Kamtschatka verbannt.
Ich würde an Ihrer Stelle nicht so unduldsam sein, nicht gegen jedermann. Es gäbe Personen, zumindest eine, die Ihnen mit wertvollen Hinweisen dienlich sein könnte. Was reden Sie da für ein geschraubtes Zeug? Sie verfügen doch über ein Schiff, die St. Gabriel, nicht wahr? Wenn ich noch einmal einen von euch erwische, der sein Schießpulver gegen Wodka vertauscht, dann lass ich auspeitschen. Ist das klar? Heute Abend um 8, wie üblich, zum Schachspiel, ja? Ich werde pünktlich zur Stelle sein. Cookie! Ich muss nicht sprechen, Baron. Nach dem Unterricht. Nein, jetzt! Sie haben versucht, meine Matrosen zur Meuterei aufzustacheln. Was? Wer hat das behauptet? Tun Sie nicht so harmlos. Ich weiß genau, wann und wo die Unterredung stattfand. Das meinen Sie? Eine harmlose Plauderei. Das heißt, mehr oder weniger. Ihre Matrosen wussten nämlich nicht mehr, was sie tun sollten. Sie handelten aus Notwehr. Ihre Habgier, Tschulosnikow. Jawohl, Ihre Habgier hat Sie zur Verzweiflung gebracht. Sie stellen die Dinge auf den Kopf. Jetzt bin ich wohl noch der Schuldige, was? Lassen Sie mich jetzt mit dem Unterricht beginnen. Um den üblen Folgen des Gesprächs mit Tschulosnikow vorzubeugen, machte ich dem Kommandanten sogleich meine Aufwartung. Ich berichtete ihm von den Beschuldigungen des Kaufmanns. Du weißt, was deine Pflicht ist. Was fällt Ihnen ein? Wenn Sie es nochmals wagen, ehrenwerte Leute anzupöbeln, lasse ich Sie einsperren. Sie haben mich verleumdet. Seit wann gilt das Wort eines Verbannten mehr als das? Schweigen Sie! Ab sofort. Hören Sie. Ab sofort haben Ihre Matrosen die Freiheit, Arbeit anzunehmen, wo immer sie ihnen passt. Außerdem zahlen Sie jedem den Lohn für 3 Monate im Voraus. Und ein Bußgeld von 500 Rubel in die Staatskasse. Ich merke, das Wort eines freien Mannes gilt nichts mehr. Halten Sie den Mund! Sie mit Ihrer Habgier tragen Schuld daran, dass die St. Gabriel auf Strand gelaufen ist. Dieser ehrenwerte Mann hat eine Galiote aus Seenot gerettet. Wagen Sie noch ein Wort gegen ihn zu sagen, dann verurteile ich Sie zu 6 Monaten Zwangsarbeit und lasse Ihr gesamtes Vermögen einziehen. Abzustechen wie ein gemein Wegelager. Aber ich lasse dich leben, unter einer Bedingung. Irgendjemand hat dir von den Gesprächen mit den Matrosen erzählt. Wer war das? Ich habe versprochen, seinen Namen nicht preiszugeben. Gut, dann stirbst du. Ja, nein, es war der Scheiberling aus Moskau. Es war kein Verrat. Es war nur seine Schwatzhaftigkeit, sein Leichtsinn, seine Dummheit. Wir sollten ihm das zugute halten. Ihre Meinung in Ehren. Im Resultat bleibt es dasselbe, wenn etwas durchgesickert ist. Es wird eine Lehre für ihn sein. In Zukunft wirst du deine Zunge besser in der Gewalt haben, nicht wahr, Iwan Fjodorowitsch? Ja. Sofronow ist ein Risiko, aber er hat sich bisher als anständiger Kamerad gezeigt. Er muss bestraft werden. Mit der ganzen Schwere des Gesetzes. Ein Exempel. Ein abschreckendes Beispiel. Sonst sind wir nie mehr vor Verrat sicher. Ich schwöre euch. Es wird nie wieder ein Wort über meine Lippen kommen. Iwan Fjodorowitsch, wie konntest du mich so enttäuschen? Wenn es eine Möglichkeit gibt, Gnade walten zu lassen. Nein, keine Gnade.
Hat noch jemand etwas zugunsten des Angeklagten zu sagen? Gebt ihm eine kräftige Tracht Prügel. Und damit basta. Ich schließe mich an. Wer noch? Du, Windblatt? Und wer ist für die Todesstrafe? Und du? Ich enthalte mich der Stimme. Tut mir leid, Safronow. Die Mehrheit hat gegen dich entschieden. Nein, ich will nicht. Ihr dürft mich nicht töten. Lasst ihn zu Ende beten. Nein, ich will nicht sterben. Ihr habt kein Recht, mich zu töten. Ich bin zweiter Sekretär. Hatten Sie nicht gerechnet, Baron? Offen gestanden, nein. Woher stammt das Instrument? Es mag 15 Jahre her sein, da tauchte hier ein Verbannter auf. Ein Meister auf seiner Harfe. Was ich zugegebenermaßen nicht bin. Oh, wer wollte Ihnen daraus einen Vorwurf machen? Sie sind Offizier, ein Kriegsheld. Er war das, was man einen Schöngeist nennt. Ein großer, schlanker Mann mit pechschwarzem Haar. Er spielte Stücke von... Mein Gott, jetzt habe ich den Namen des Komponisten vergessen. Jedenfalls, ich konnte ihm stundenlang zuhören. Er starb, ganz plötzlich. An gebrochenem Herzen, sagte man. Ein schwerer Verlust. Ich lasse Sie allein. Damit Sie sich ungestört dem Unterricht widmen können. Kommen Sie. Setzen Sie sich hierher. Das Wichtigste ist die Haltung der Hände. Darf ich um Ihre Hand bitten, Mademoiselle Afanasie? Sie sind ein Scheusal. Wie soll ich das verstehen? Warum haben Sie sich in den letzten Tagen so wenig sehen lassen? Afanasie, ich bin ein Verbannter. Einer, der nicht selbst über seine Zeit verfügen darf. Aber für andere, da haben Sie Zeit. Für wen zum Beispiel? Für Ihre Gefährten. Mit denen hocken Sie nächtelang zusammen. Woher wissen Sie? Es gibt ja viele, die neugierig sind. Und darüber reden. Sie spionieren mir nach? Baron. Entschuldigen Sie, es war nicht so gemeint. Afanasie, darf ich daraus den Schluss ziehen, dass ich Ihnen mehr bedeute als... Afanasie, du möchtest sofort zu deinem Vater kommen. Es ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Mein Mann macht ernst. Er hat Reumin herbestellt, um die offizielle Verlobung bekannt zu geben. Es ist entsetzlich, das arme Kind. Spielen Sie, Baron. Spielen Sie etwas von Scarlatti. Jetzt fällt mir der Name des Komponisten wieder ein. Domenico Scarlatti. 5.000 Rubel. Und die Beförderung zum Rittmeister. Schauen Sie, es gibt ein Unglück. Das wäre ja noch...
habe geglaubt, Sie liebten meine Tochter. Schleichen! Heul nicht, mein Kind. Der Schuft ist es nicht wert. Exzellenz, befehlen? Der Kosakenleutnant Riomin wird degradiert und strafversetzt. Strafversetzung? Wohin? Nach Norden. In die Eiswüste. Das wird seine Leidenschaft abkühlen. Was? Ah, reinkommen. Wie lange sind Sie jetzt hier? Einen Monat. Stimmt das? Ich glaube schon. Glückwunsch. Bitte? Mein Glückwunsch, Verbander Beniowski. Ihr verdienstvolles Verhalten hat Ihnen allgemeine Anerkennung verschafft. Ich habe mich deshalb entschlossen, Ihr Verbannungsurteil aufzuheben. Exzellenz, das Ihr Verbannungsurteil aufzuheben. Basta. Aber Exzellenz... Wenn Ihnen meine Anordnung nicht passt, melden Sie es gefälligst nach St. Petersburg. Das muss gefeiert werden. Essen. Mit Baron Moritz August Samoilowitsch Beniowski. Komm her, Schwiegersohn. Für alle! Los, los, kommt her! Auf das Wohl des Braunfahrers! Ja! Fürchtest du, dass er unsere Tochter unglücklich macht? Nein. Im Gegenteil. Sagen Sie doch auch etwas, Schwiegersohn. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. So viel Glück hat hier noch keiner gehabt. Die Verbannung aufgehoben,
und eine hübsche Braut. Man könnte dich beneiden. Und du zitterst wie ein Jüngling, der sich zum ersten Mal seinem Mädchen erklären soll. Wie findest du das, Alexei? Er wird seine Gründe haben. Und ob ich die habe? Ich bin schon verheiratet. Du bist verheiratet? Seit wann? Ich habe geheiratet. 4 Wochen, bevor ich ins Feld zog. Ich habe meine Frau nie wiedergesehen. Sie weiß nicht einmal, wo ich bin. Was soll ich nur tun? Du musst dich unbedingt dem Wunsch der Familie fügen. Für den Augenblick jedenfalls. Später sagst du, es wäre eine erzwungene Heirat gewesen. Wir werden das bezeugen. Du könntest ja davon Abstand nehmen, die Ehe zu vollziehen. Darüber würde ich dir ein Dokument ausstellen. Die Ehe nicht vollziehen? Was willst du damit sagen? Was sehe ich da? Unsere Verschwörerbande berät sich. Verschwörerbande? Sie sind ja betrunken, Kuznetschow. Na, wenn schon. Ich weiß von euren Fluchtplänen. Das ist Verleumdung. Kommen Sie mit zum Kommandanten. Einen Augenblick. Von mir haben Sie keinen Verrat zu befürchten, unter einer Bedingung. Dass Sie mich aufnehmen in Ihren Kreis. Es gibt keinen Kreis. Ich will schon lange weg von hier. Sie? Ein freier Kaufmann? Der hier noch seinen Profit macht? Freier Kaufmann. Profit. Wir sind die Stiefelputzer der Herren Beamten. Sie sind unsere schlimmsten Konkurrenten. Sie schnappen uns nicht nur die besten Pelze vor der Nase weg, sie ziehen auch den 10. Teil von unseren Einnahmen als Zoll ein. Wenn's den Schnaps nicht gäbe, der Handel wäre längst unrentabel. Wieso Schnaps? Was hat Schnaps damit zu tun? Wir lassen die Eingeborenen ein bisschen davon kosten. Schnaps macht sie willenlos. Sie akzeptieren jedes Tauschobjekt. Wertloser Plunder, aber ich kriege 50 Zobelfälle dafür. Einem sibirischen Kaufmann bleiben nur 2 Möglichkeiten. Entweder er benimmt sich wie ein Ausbeuter oder macht Bankrott. Ich habe die Nase voll. Ich will weg aus Kamtschatka. Weg von Sibirien. Und wohin? Vielleicht zur Ostindischen Kompanie? Ich will als ehrlicher Kaufmann ehrlichen Handel treiben. Das ist für Verwandte verboten. Was denken Sie an Benjowski? Was wissen Sie über sein Leben, bevor er hierher kam? Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Fragen Sie ihn selbst nach seiner Vergangenheit. Lassen Sie mich los. Was fällt dir ein, Verwandter? Weißt du nicht, wo der Platz ist? Da Sie lernen müssen, miteinander zu leben, kann ich Ihnen kein besseres Nachtquartier anbieten. Ich hoffe, dass Sie sich vernünftig betragen. Gute Nacht.
Pourquoi? Chi? Pourquoi? Du musst sofort eine Versammlung einberufen. Okay. Gut, heute Abend. Nein, sofort. Deine Wichtigtuerei geht mir auf die Nerven. Ich möchte schlafen. Jetzt? Wo warst du denn die ganze Nacht? Geh dich an den Dreck ab. Du bist ein Verräter. Du bist hingerichtet. Gift? Was liegt gegen mich vor? Stefanow? Sprich, du bist der Ankläger. Ich darf vorausschicken, dass ich Benjowskis Beziehungen mit dem Kommandanten schon lange für verdächtig gehalten habe. Nilow hat dir die Freiheit geschenkt. Er hat dich zum Schwiegersohn gemacht. Was war deine Gegenleistung? Du hast uns verraten. Das Urteil über dich ist gefällt. Du musst sterben. Stefanow, du hast kein Recht, vorzureden. Stimmt. Einiges, was Stefanow vorbringt, spricht gegen den Angeklagten. Aber er hat das Recht, sich zu verteidigen. Ich kann euch euer Misstrauen nicht verargen. Der Schein mag gegen mich sprechen. Aber glaubt ihr, dass mir dieses Doppelspiel Freude macht? Im Gegenteil. Und anstatt mich anzuklagen, solltet ihr mir lieber dankbar sein. Gut. Der Kommandant hat mir seine Sympathie bekundet. Aber das kann unseren Plänen doch nur förderlich sein. Da hat er recht. Haltet ihr auch mich für einen Verräter? Logischerweise müsst ihr das. Denn er hat sich mit uns beraten. Graf Khrushchev und ich haben ihn aufgefordert, in unser aller Interesse, dieser Heirat zuzustimmen. Noch etwas? Entschuldige, Moritz. Nie wieder werde ich deine Loyalität in Zweifel ziehen, das schwöre ich dir. Entschuldige dich. Du hast ihn schwer gekränkt. Ich stelle den Antrag, unserem Oberhaupt größere Vollmachten zu übertragen. Eigentlich müsstest du dich jetzt vergiften. Du sollst es in Zukunft nicht mehr nötig haben, dich wegen jeder Entscheidung mit dem Ausschuss zu besprechen. Wer schließt sich dem Antrag von Windblatt an? Also angenommen. Du bist dagegen? Warum? Ich bin gegen die Verfügungsgewalt eines Einzelnen. Ganz allgemein? Oder nur in Bezug auf die Person Benjowskis? In Bezug auf seine Person. Aber du bekennst dich weiterhin zu unserer Gemeinschaft. Und zu den Punkten, die wir gemeinsam beschworen haben. Ja, ich bekenne mich dazu. Aber ich will frei sein. Frei, versteht ihr? Barnow kann bezeugen, dass ich nichts gegen unsere Gemeinschaft habe. Aber ich kann deine verdammte Tyrannei nicht länger ertragen. Verbannung ist schlimm, gewiss. Aber die Art und Weise, wie du uns allen deinen Willen aufzwingst, ist nicht auszuhalten. Das ist ungeheuerlich. Das nimmst du sofort zurück! Warum forderst du mich nicht zum Duell? Unsinn, du bist ja verrückt geworden. Ich bin bereit. Ein Duell unter Verbannten. Was für ein Widersinn! Position. Allez!
Hau ihn zusammen, es ist dein gutes Recht. Ja, bring mich um. Ich töte keinen Wehrlosen. Ich möchte nur wissen, warum du mich mit deinem Hass verfolgst. Du bist ein Blender. Du verstehst es, dich überall beliebt zu machen. Beim Hetman, beim Kommandanten, bei seiner Frau, seiner Tochter. Aha, eifersüchtig, das ist das Rätsellösung. Gib doch zu, dass du eifersüchtig bist. Ich habe es dem Dummkopf nicht ausreden können. Er ist völlig verbohrt, weil er sich das Mädchen in den Kopf gesetzt hat. Schmeiß ihn in den Fluss. Das wird seine Liebe abkühlen. Hör zu, Stefanow, es wird nie zu einer Heirat kommen. Verstehst du? Pjotr, du kannst bezeugen, dass ich Afanasie nie heiraten werde. Er hat den Sibirien-Koller. Komm. Ich habe dem Kommandanten eine wichtige Meldung zu machen. Los, geh! Ich melde es dem Hetman. Eben war er noch da. Wer denn? In deinem Teufelsnamen! Und willst du mich zum Narren halten? Nein, der Verband ist Stefanow. Er wollte eine wichtige Meldung machen. Am besten, wir bringen den Verräter gleich um. Soll Gift schlucken. Eine Kugel ist ja nicht wert. Das muss die Versammlung entscheiden. Stefanow muss sich rechtfertigen können. Kommt! Ja, wer ist da? Ich bin's, Mademoiselle Milova. Afanasie, was will sie? Ich weiß es nicht. Afanasie? Ich muss ihn sprechen, Graf Kostjew, unter vier Augen. Ja, bitte. Du hast mich belogen. Ich weiß, dass du fliehen willst. Nein, nein, ich werde dich nicht verraten. Ich bin nur hierher gekommen, um Abschied zu nehmen. Leb wohl. Afanasie. Komm, setz dich. Ich will dir die Wahrheit sagen. Rückhaltlos. Es stimmt. Meine Freunde und ich, wir wollen fliehen. Ihr wollt fliehen? Aber wohin denn? Nach Europa. In meine Heimat. Und ich? Was soll denn aus mir werden? Ich glaube, du darfst deine Eltern nicht verlassen. Aber ich will dich nicht verlassen. Das geht nicht. Afanasie. Schwöre mir, dass du mich mitnimmst. Schwör es mir. Schlecht sind die Fälle, ganz schlecht. Hey, Tschulosnikow, kommen Sie her. Ist das der Mann, von dem Sie mir erzählt haben? Das ist er. Aber ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Bin unschuldig. Kommen Sie mit zum Kommandanten. Los, Wache. Ava, gir sen arsinenche. Kaçam bitti. Hey! Hey! Hey!
Bursche! Der Not war. Ah, Kommandant Jovice. Benjowski soll hier erscheinen. Ja. Auf der Stelle. Ja, es wird sich alles aufklären. Ich muss stören, leider. Moritz, man hat was vor gegen uns. Schudeikin soll die Leiche von Sofronow entdeckt haben. Ja. Ich habe Ihnen Gewehre mitgebracht. Sie werden sie brauchen. Danke. Da kommt der Hetman mit 5 Kosaken. Alles geht in die Häuser und erwartet meine Befehle. Paar auf dem Windplatz und herkommen. Zu Befehl. Moritz! Es wäre unklug, vorzeitig zu handeln. Überlass das mir. Was ist mit Ihnen? Ich unterstelle mich Ihrem Kommando. Gut. Sie gehen mit Khrushchev. Afanasie, am besten du gehst jetzt. Sei vorsichtig. Komm auf keinen Fall zur Festung, wenn man dich ruft. Keine Sorge. Nimm meinen Schlitten. Komm. Okay. Ihr drei mitkommen. Herr Kolossow, nett, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Der Kommandant hat mich beauftragt, Sie nach Bolscheresk zu begleiten. Tut mir leid, dass ich dieser Einladung leider nicht Folge leisten kann. Ich habe Fieber. Worum geht's denn? Eine Aufklärung in Ihrem eigenen Interesse. Schudeikin, Sie kennen meinen Kollegen, ein recht neugieriger Mensch, hat merkwürdige Dinge in Erfahrung gebracht, über einen gewissen Sofronow. Sofronow ist tot. Ganz recht. Ermordet. Tut mir leid. Dazu kann ich Ihnen leider gar nichts sagen. Sie wissen noch nichts über Stefanow. Er wollte dem Kommandanten eine wichtige Mitteilung machen. Plötzlich war er verschwunden. Spurlos. Er wird schon wieder auftauchen. Offen gesagt, er hat den Sibirien-Koller. Wo kommen die Waffen her? Sie kommen mit, verstanden. Wenn Sie darauf bestehen. Waffen weg! In Blatt! Die Kellertür freimachen. Das wird er schlecht bekommen, wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin. Dann schlägt der Kommandant erlaubt! Das werden wir in Ruhe abwarten können. Da unten ist ein nettes Plätzchen. Nicht zu warm, aber gute Luft. Außerdem werden Sie die Genugtuung haben, Ihren Freund Stefanow wiederzusehen. Panow? Wenn Sie die Kanonen gegen uns einsetzen wollen, müssen Sie über die Brücke. Durch die Schlucht können Sie mit Ihnen nicht. Windblatt, nimm die 5 Leute und hau die Brücke zusammen. Dann ist der Zugang unpassierbar. Gut. Alexei, Ivan, komm. Aber es ist ja gar nicht sicher, dass wir uns angreifen. Es bleibt Ihnen dann nur noch die Möglichkeit, die Schlucht in einem großen Bogen zu umgehen und uns vom Rücken her anzugreifen. Für uns bedeutet das Zeitgewinn. Ist der Kampf nicht zu vermeiden? Dazu ist es zu spät. Gegen uns vor! Ein größerer Trupp, hört ihr! Lauf zum Dorf! Mach mir auf die Meldung! Ja! Reiß die Balken weg! Zu spät! Hol mal her! Piotr?
Du hältst mit deinen Leuten das Dorf besetzt und bildest die Reserve. Panow, du gehst mit deinen Männern hier in Bereitschaft und hältst uns den Rücken frei. Alles klar? Die Leute auch noch aufteilen. Wie viel Mann sind wir denn? Ganze 57. Die anderen haben 200. Mit unseren paar Jagdflinten gegen eine vierfache Übermacht. Bei den Konföderierten habe ich mich gegen zehnfache Übermacht behauptet. Was seid ihr? Russische Offiziere? Versteht ihr was von Taktik oder nicht? Schon, aber sie haben Kanonen. Wir haben die besseren Einfälle. Wir müssen die Kanonen in unseren Besitz bringen. So schnell wie möglich. Eine Abteilung Kosaken. Vorne, an der Schlucht. Es geht los. Wir haben die Balken weggerissen. Zwei Freiwillige. Ja. Du und du, ihr klettert über den Mittelbalken. Na los, ihr beiden. Rüber. Zurück, oder wir schießen. Er hat ihn freigelassen. Lass ihn. Er will seinen Fehler wieder gut machen. Ich bürge für ihn. Also gut. Nimm ihn in deine Kampfgruppe. War das nicht leichtsinnig? Nein. Er wird kämpfen. Ich hatte richtig vermutet. Die Verstärkung sollte uns vom Rücken her angreifen. Darauf waren wir vorbereitet. Wohin wollt ihr? Ergebt euch, oder wir machen euch nieder. Ergeben? Welche Bedingungen? Bedingungen? Ihr bekommt die Möglichkeit, Gott um Gnade zu bitten. Die führerlos gewordenen Kosaken in ihr Dorf flüchteten, machten sie einen Fehler, der unser Glück bedeutete. Jetzt konnte in der Festung nur noch eine kleine Zahl von bewaffneten Kosaken sein. Diesen Umstand galt es zu nutzen, und zwar so rasch wie möglich.
Sie doch! In drei Teufelsnamen, so schießen Sie endlich! Nehmt euch die Gewehre! Ladet! Hier! Petarden! Damit können wir die Tür sprengen. Lass mich das machen! Also gut. Nilo! Ergeben Sie sich! Die Festung ist umstellt! Alles fertig? Los! Sicherheit! Nilo, ergeben Sie sich! Die Festung ist in unserer Gewalt! Das ist der Dank für alle meine Wohltaten! Verräter! Werfen Sie die Waffen weg! Du willst mir Bedingungen stellen! Du Schuft!